Auf diesem Bild siehst du einen Mann von vorne bis zu seiner Brust abgebildet. Dieser Bildausschnitt wird Porträt genannt. Von dir gibt es bestimmt auch schon ein Porträt, zum Beispiel für deinen Personalausweis. Meistens sitzt der Mensch, den man porträtieren will, vor einem. Dieses Bild wurde aber aus der Fantasie gemalt, denn niemand weiß genau, wie er ausgesehen hat. Aber man kennt viele Geschichten über ihn. Hier ist Jesus Christus aus der Bibel dargestellt. Jesus ist in der christlichen Religion der Sohn Gottes. Hier ist er als Weltenherrscher dargestellt. Jesus hat seine rechte Hand zum Segen erhoben. In der linken Hand hält er ein reich verziertes Buch. Das ist das Evangelium. Das Buch, in dem alle Geschichten über ihn aufgeschrieben sind. Ach ja, der Heiligenschein. Alle göttlichen Wesen werden von den Menschen mit einem Licht- oder Goldkranz um den Kopf oder sogar um den ganzen Körper dargestellt, um zu zeigen, dass sie etwas Besonderes, eben heilig sind. Ein uraltes Porträt von Jesus, aber die Geschichte geht noch weiter, denn es ist nicht irgendein Bild, sondern eine Ikone. So benennt man die Bilder, auf denen ein Heiliger abgebildet ist. Die Menschen haben sich Bilder der Heiligen gemacht, um sich an sie zu erinnern, sie zu verehren und zu ihnen zu beten.